Mir wurde immer noch nicht gezeigt, wie ich was Handy zugreifen kann. Apps und sowas. Wie in WatchDogs 2. Ich hoffe, das haben die jetzt nicht rausgenommen. Okay, um welche Intrige kümmern wir uns zuerst? Eins ist sicher, London ist besetzt. Bewaffnete Söldner patrouillieren auf unseren Straßen, angeblich um für Sicherheit zu sorgen. Aber in Wirklichkeit jagen sie den Leuten Angst ein. Es geht um Albion? Ja. Die ziehen definitiv die Faschisten um ab. Überzeugen die Leute, dass sie so eine Art Retter wären, was? Also, müssen wir in den Londonern den Willen zum Widerstand wecken. Indem wir ihnen zeigen, dass Albion nicht die Lösung, sondern das Problem ist. Dafür brauchen wir Informationen. Ich schicke dir zwei Koordinatensets an deine Optik. Danke, Bagley. Ich sehe zwei Möglichkeiten. Zum einen müssen wir die Albion-Propaganda stören und die Leute daran erinnern, dass Albion keine heilige Kuh ist. Und zum anderen brauchen wir Infos über Albion-Operationen, wenn wir ihre Pläne vereiteln wollen. Bist du dabei? Soll das ein Witz sein? Wieso flimmert das so? Sabine, wir werden die Stadt wachrütteln. Wunderbar. Dann holen wir mal die Londoner ins Boot. Rex hat Kapitel begonnen. Teamziele. Pumpen Hoffnung. Ich schaffe Daten zu Albion-Operationen. Albion-Propaganda. Störe Albion-Propaganda. Amir Tucker, plastische Chirurgin. Bis 9 Uhr spielt Darts beim 11.10, also noch eine halbe Stunde. Informierter Zugang medizinische Einrichtungen. Steven Hitchcock. Platzwart. Bis 9 Uhr trinkt er noch Alkohol mit Morgan. Okay, solche Vorhersagen kann ein Internet. Ein Programm nicht machen. Da müssten schon Chips. Im Kopf sein. Wie es Elon Musk will. Flitzen vor Verfolgung verstecken. Und Deckungsdurchbruchschaden. Früher bei Watch Dogs war ich so. Nee, nicht bei Watch Dogs. Bei GTA 4, Nico Bellic. Die Fingerhandschuhe. Die fand ich so cool, dass ich mir auch welche gekauft habe. Und jetzt wieder solche Handschuhe tragen. War Gronkh. Jo, das ist der Albion-Chef. Wer bist du? Brian Lynch, Hausmeister, Putzminster, hat ein eigenes Nutzfahrzeug, kann sich auch verstecken. Schnellreise. Vergas Square Station. Gadilly Circus Station. Wir sollten erstmal Daten sammeln. Netzwerk ist zurück und voll einsatzbereit. Sabine hält den Bezirk Camden für einen geeigneten Ort, um mit der Bekämpfung Albions zu beginnen. Hier ist der Ingame-Shop. Solche Kostüme dann und Kosmetik. Das Einzige, was ich mir holen werde, aber das werde ich mir nicht direkt bei Uplay besorgen. Sind ist der Season Pass mit Wrench von Watch Dogs 2 und Aiden Pierce. Ja, etwas kann man sich wirklich mit echt Geld holen.
Was ist eine andere Werbung noch? Das sind die Credits. Agenten. Spezielle Agenten mit speziellen Fähigkeiten. Ah ne. Das hat meiner ja auch. Aber ihr seht ja, wie die alle aussehen. Nix für mich. Neue Mission. Na, ich will jetzt nicht eine Nebenmission starten. Fahrgas Care Station. Heißt die Stelle in London hier mit diesen Löwen da? Jetzt kann ich mir Sehenswürdigkeiten angucken. Sicherheitsmitarbeiter werden jede gesetzeswidrige. Man in Watch Dogs 1 noch konnte, war ja, dass man hacken konnte. Dann hat man irgendwann so viel Geld, dass man es nicht mehr ausgeben konnte, weil Watch Dogs 1 ja so viele wenige Möglichkeiten hatte. Wi-Fi, Free Wi-Fi Spot. Da sind wir noch weit von entfernt. In Deutschland. Architekt, Baustellenuniform. Hat einen Doktortitel in Materialwissenschaft. Ja, und in der nahen Zukunft fahren auch alle E-Autos. Heißt, mit einem EMP kannst du hier alles stilllegen, auch die Autos. Fahr mal vorwärts, fahr mal links, fahr mal rechts, fahr mal rückwärts. Den Gegner ins Taumeln, natürlich die Brown. Was ist das? Sicherheitsgeschütz von Albion. C2S. Die laufen hier durch und dann wird die Identität angezeigt. Da war sogar jetzt die Mütze drauf, die Kapuze. Es verändert sich also noch. Das ist kein Standardbild. Eigenes Motorrad. Der Weg zum Somerset House. Könnt ihr jetzt sogar folgen? Die TUS-Drohne. Wir die Pömpel hochfahren lassen. Mhm. Ja. Der Weg zum Golden Revit, um da zu spielen. Doch gar nicht auffällig, dass jemand im Sommer so rumläuft. Sirius! Sagen jetzt meine Leute, die mich privat kennen. Das machst du doch auch! Ich meine, hier war ich auch. Und dann sind wir hier lang gelaufen. Bin ich hier lang gelaufen mit meinen Eltern. Gelegenheit im Bezirk. Sammle Beweise für billigte Albion-Projekte, um das Vertrauen der Leute zu schwächen. Genau. Nein. Nein. Nein.
Gleich mit der Weg ins Westend. Okay. Zu trauern. Das ist noch kein Sperrbezirk. Susan Silva bewacht die Royal Courts of Justice. Sicherheitsangestellte von Albion kann man immer gebrauchen. Schalte das Deep Profiler Technik Upgrade frei, um Rekrutierungshinweise zu finden. Okay, aber die wird jetzt gespeichert. Albion's Deadly Force. Sperrgebiete sind gefährlich und sind auf der Minikarte markiert. Eindringlinge werden bei Sichtkontakt unmittelbar angegriffen. Kundschaft drücke, um ein Gebiet zu scannen, um Möglichkeiten zum Kundschaften aufzusehen. Kapere entdeckte Kameras und Drohnen, um ein Gebiet auszukundschaften. Also verwende Fallen. Schleichen. Gehe heimlich vor, um den Weg zu gehen. Drücke C, um in die Hocke zu gehen. Captains rufen verstärken, wenn sie dich entdecken. Albion hat jetzt eine Operationsbasis in den Royal Courts of Justice. Verdammt. Gehören die Scheißgerichte jetzt Albion? Als hätte man eine Gehen Sie direkt ins Gefängnis-Karte gezogen. Ganz genau. Aber vermutlich findet man da Informationen, wie Albion gegen Andersdenkende vorgeht. Vor allem gegen wen und warum. Wir brauchen diese Daten, wenn wir diese Operation stören wollen. Hat man auf sich ja noch einen anderen Weg. Darauf zugreifen. Dann nicht alles manuell. Eto. Später gibt es noch welche mit Zeit. Wir müssen innerhalb einer bestimmten Zeit die Dinger knacken, sonst geht der Alarm los. Körperliche Interaktion. Soll ich das wirklich schon machen? Oder muss ich mir erst einen Bauarbeiter rekrutieren? Aber vielleicht ist das doch jetzt die Feuerprobe von Walter. Ach, das ist einer dieser Kräne. Das ist der kürzeste Weg.
Was? Lest ab anwenden. Perfekt. Es gibt in London 47 Paste-Up-Orte. Je schwieriger sie zu erreichen sind, desto bessere Belohnung winken. Ja, das gab's auch bei Watch Dogs 2. Graffitis, aber das war so eine Missionsreihe. Das Anbringen von Graffitis an neuen Orten schaltest du weitere Belohnungsstufen und neue Schablonen frei. Beschäftigen wir uns künstlerisch. Frieden ist tot. The End. Wir sind bei einem Gericht. Das Ende. Wer beim Gericht ist, hat das Ende erreicht bei Alien. Eine Menge Leute werden das sehen. Wie ich aussehe. Hier runter. Das ist doch bescheuert, weil ich ja die Tür aufmachen muss. Aktiviert. Ich meine, entsperrt. Das war einfacher, als ich dachte.
geschafft. Auch wieder was über Sears. Zuerst Walcotts 2 von Zentrale an Heidi. Die Zentrale hat sich die Liste angesehen, die du gefunden hast, und ist total durchgedreht. Guter Fund, aber damit hast du dir das Leben ziemlich schwer gemacht. Tut mir leid, sie selbst. Offizielle Befehle. Sofort mit der Abriegelung des zugewiesenen Bereichs beginnen. Vollständiges Kontrollpunktsystem nur für berechtigte VIP. Man vermutet ja, dass man die Wilds hier eine Liste, was Albion für wichtige Ziele hält. Entführt hat, oder dass es hier kein Monarchie mehr gibt. Jemand von den Medien. Und hier jemand, der ein Asyl leistet. Großer Gott, verrammelt die Türen. Zweites ist natürlich realistischer. Alle, die der Rebellion verdächtigt werden oder Vorlieben zeigen für... Albion verhaftet systematisch alle, schon bevor sie überhaupt rebellieren können. Naja, da schneiden sie sich ins eigene Fleisch. Denn mit dieser Liste finden wir Gleichgesinnte, die uns helfen können. Sehr gut.